Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Hillbilly auf dem Kanal. Heute wieder mal was aus der Rubrik Low Budget. Mache ich ja immer ganz gern, auch mal was Günstiges vorzustellen. Das muss nicht immer das Teuerste vom Teuersten sein. Na, ist jetzt nicht das hier auf dem Tisch, aber für alle, die gern wie ich ein bisschen rausgehen zum Zündeln und immer wieder mal, ich liebe diese Lagerfeuergeschichten und so, ein bisschen Holz und Feuer. Mit Holz und Feuerchen spielen, ne? Und so ein bisschen grillen und zündeln. Ne? Braucht natürlich immer ein bisschen was zum Holz machen dabei. Da gibt es natürlich schöne Sachen aus Schweden. Die Schweden haben es irgendwie drauf, wenn es ums Holz machen geht. Ne? Hier, das ist zum Beispiel dieses bekannte Beil von Grenzfors. Dieses Wildmarksbeil. Oder hier zwar aus Spanien, aber aus Schweden Stahl. Ne? Aus dem 14C28N von Sandvik, ein in Spanien gefertigtes Kodiak. Ne? So was hat man natürlich dann schön dabei zum Feuerholz machen, zündeln, spielen. Ist natürlich, ja, muss man halt circa so 90 Euro berappen und so ein Beil kostet auch gleich mal 70. Aber geht natürlich auch eine Nummer günstiger. Die letzten Jahre war ich eigentlich immer mit meiner Gartenbau-Center-Klappsäge für 5 Euro zufrieden. Ja, klar, warum dann wechseln, wenn man zufrieden war? Ja, man braucht natürlich wieder mal da auch ein neues Spielzeug. Ne? Also habe ich meine alte Gartenbau-Center-Klappsäge zurück in die Werkzeugkiste für den Garten geschmissen und habe mir hier mal eine neue. Das muss ich dann wieder verpacken, das gibt es für mich dann erst zu Weihnachten. Ne? Mein Weihnachtsgeschenk kaufe ich mir natürlich selber. Von Baco, die recht bekannte Lapplander Klappsäge gekauft. Und die gibt es eigentlich auch recht günstig und noch interessanter. Darum eigentlich auch ein Tipp fürs Low-Budget-Programm ist hier gleich das Set. Natürlich kann man die Säge auch alleine kaufen, aber die kostet sowas um die Anfang 20, ne? So zwischen 20 und 22,50, 22,90, 23 Euro. Muss man also mal gucken, hat wegen unterschiedliche Preise, aber für nur 2-3 Euro mehr, nämlich jetzt hier in dem Set für 25,90 Euro, bekommt man das Set auch schon zusätzlich mit so einem Mora-Messerchen dazu, das hier extra für Baco geprägt wird. Ne? Das Messer kennt man hier aus der Kampagnenreihe. Liegt hervorragend gut in der Hand, gummierter Griff, schön alles im gleichfarbigen Oliv in der rostfreien Ausführung. Ist natürlich scharf wie Sau. Und ich sag mal so, für 3 bis 4 Euro Aufpreis, selbst wenn man kein Mora-Fan ist, aber für 4 Euro Aufpreis, ich glaube, das waren glaube ich nicht mal bei mir 4 Euro Aufpreis, 3 Euro oder sowas, da nehme ich natürlich so ein Mora immer mit. Das ist entweder ein schönes Geschenk, ne? Das könnt ihr eurem Junior oder eurem Neffen schenken. Ein klasse, rostfreies, scharfes Messer für draußen, wenn es zum Feuerchen machen geht oder in den Wald. Oder ihr schmeißt es euch ins Auto als Notfallmesser, ins Handschuhfach, in den Kofferraum. Hast du immer was dabei, gerade im Auto, wenn es im Winter drin liegt, mal ein bisschen feucht oder kalt wird. Ne? Diese rostfreien Ausführungen, die sind wunderbar. Die hier, da fängt nichts an zu rosten oder mit Patina und sowas. Ne? Kennt man ja, gute, bekannte, einfache, aber recht effektive Mora-Messer haben die hier so als Set rausgebracht. Auch nochmal hier mit Baco Lapplander drauf. Ne? Preisgünstiges Set mit der schönen Klappsäge. Da ist noch so eine Lederlanyard dran. Und ein, ja, auch wunderbares Geschenk mal zum Verschenken. Ne? Wenn man wegen sucht, gibt es für 25,90 Euro, 26, 27 Euro, je nach Shops. Manche verkaufen es für 30, ich habe sogar schon für über 45 gesehen, aber da ein bisschen die Augen aufhalten beim Kauf und dann kriegt ihr das Ding auf jeden Fall, das Set für unter 30 Euro. Und ich finde, das ist auch eine tolle und günstige Alternative für draußen ein bisschen beim Grillen, Campen, Zelten, Wandern. Vor allem auch eine leichte Alternative. Das Messer ist sehr leicht, auch die Säge. Jetzt im Vergleich zu einem Beil kannst du natürlich mit so einer ordentlichen Holzsäge, die auf Zug und Druck arbeitet, kannst du natürlich wunderbar auch mal ein Lagerfeuerholz zurechtstutzen. Jo, Baco.
schönes Set für draußen, fürs Lagerfeuer und bei mir auf jeden Fall ein Tipp in der Low Budget Rubrik. Es muss nicht immer das Teuerste vom Teuersten sein. Es darf auch mal was Gutes und Günstiges sein. In dem Fall schöne Zusammenarbeit von Mora und Baku. Eine schöne, leichte, günstige Klappsäge und ein schönes, leichtes, scharfes, günstiges und rostfreies Messer im schönen Geschenkset. Leute, es steht Weihnachten vor der Tür. Liebe Damen, die meinen Kanal anschauen, sind nicht viel. Ich glaube, ich habe bloß 9% Einschaltquote. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr euren Männern unter den Christbaum legen sollt, zieht euch mal dieses Barco Säge- und Messerset rein. Ganz tolles Geschenk vor Weihnachten. Also Leute, danke fürs Reinschauen, fürs Bewerten, Kommentieren, E-Mailen. Ich werde das Ding jetzt wieder zurück in die Verpackung machen, schön einpacken und an Weihnachten total überrascht machen, wenn ich das Ding auspacke. Also Leute, danke fürs Reinzeppen. Wir sehen uns wieder hier auf dem Kanal beim Hubili, wenn es was Neues gibt. Vielleicht aus der Rubrik Taschenlampen, vielleicht aus der Rubrik Messer oder schauen wir einfach mal, was so als nächstes auf uns zukommt. Und immer sonntags reinzeppen, da geht es dann noch weiter mit den letzten beiden Verlosungen vom Charity Giveaway. Mal schauen, wer da noch ein extra Geschenk vom Weihnachtsmann und einen Christbaum bekommt. Also Leute, ciao, bis zum nächsten Mal.